Hallo meine Lieben und ja, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich diesen Fräserbit mit euch gemeinsam ausprobieren werde, den ich von meiner lieben Daniela im Tauschpaket hatte. Und ja, wie ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen damit gearbeitet, möchte ihn aber jetzt mal an meinen eigenen Nägeln ausprobieren. Und dazu möchte ich euch gerne dabei haben. Ich habe ja den Promet von Jollyfeen. Und ja, als erstes mache ich natürlich hier mal meine Staubabsaugung frei. Es wird jetzt ein bisschen lauter werden, aber das ist ja bekannt, ne, wenn man Staubabsaugung und Fräser benutzt. Das heißt, wir legen jetzt mal los. Ihr habt jetzt gerade meinen neuen Fräserbit in Aktion erlebt. Ich habe mir einen Großteil des Gels schon runtergenommen und ihr wart ja live dabei. Das ging wirklich sehr, sehr fix und der Vorteil an diesem Fräserbit ist, dass er oben
abgerundet ist und dann kann man damit auch wunderschön im Bereich der doch sehr empfindlichen Nagelhaut arbeiten. Natürlich arbeitet man damit nicht auf der Nagelhaut. Ich meinte nur, dass man auch wunderschön in die Rundung reingehen kann. Also bitte nicht denken, jetzt damit macht man die Nagelhaut weg. Nein, das ist natürlich nicht so. Das dient lediglich zum Abtragen der Modellage. Als nächstes werde ich mir den Nagel kürzen, da ich auf Square umsteigen möchte und dennoch die Tipps verwenden möchte. Ich werde mir jetzt mit der Handfeile noch den restlichen Nagel bearbeiten und werde auf ungefähr ja, Naturnagellänge gehen. Ihr seht es vielleicht hier unten ein bisschen. Das war es auch schon zu diesem Video zu meinem Fräserbit und ich kann nur eins sagen, so böse wie der ist, so gut ist er auch. Und ja, liebe Dani, liebe Patricia, er bekommt einfach einen ganz neuen Namen. Mein kleiner silberner Teufel. Jawohl. Und das war's, wie gesagt, zu diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten wieder einschaltet. Da geht es nämlich um die neue Modellage dieser, beziehungsweise Refill dieser Nägel. Bis dahin sage ich wie immer Danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin.